Wer? Fragte Ivo Bartitsch. Ja, nun machen Sie mal Platz hier und lassen einen Profi ran. Professor Börne war sich mit seiner Beratung aus Münster vorgefahren und schob sich zwischen Lena und dem Alten durch zum Tatort. Nie gehört, sagte der Alte. Kurt Wallander, der erfolgreichste und beliebteste Kriminaler aller Zeiten, referierte Professor Börne, während er den Leichnam einer Sichtprüfung unterzog. Der hat sie doch alle in die Tasche gesteckt mit seinen Auflagen und Einschaltquoten. Skandinavische Lügen, giftete Lena Odenthal. Was sind denn Einschaltquoten? Fragte der Alte. Das Zimstein wird ihr nicht viel nützen, Börne lächelte säuerlich. Ich durchschaue diese Kette von Indizien nämlich schon. Ja, komm, 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 red dir nicht in Rätseln, rief Schimanski und riss sich eine Dose Bier auf. Das Opfer wurde mit einem Rodentizid vergiftet, eindeutig an der blauen Schaumbildung im Mund erkennbar. Klassische Frauenmordmethode, sagte Börne mit einem Blick auf die Odenthal. Macho, knurrte Lena. Die Hämatome an den Unterschenkeln bilden deutlich die Form einer Krücke ab, fuhr Börne fort und deutete auf die Gehhilfe des Alten. Die Stichverletzungen in der Brust stammen von einem Krummmesser, wie sie vor allem in Kroatien gebräuchlich sind, und die Kopfverletzungen wurden offensichtlich mit einer Bierdose beigebracht. Wie es scheint, haben wir ein ganzes Mörderquartett hier. Ja, dann können Sie sich ja jetzt gegenseitig verhaften. Verwundern, dass die Mönche gerade gegen diese Krankheit besonders schnell ein wirksames Bier gebraut hatten. Eine andere Franzosenkrankheit überkam das Land um 1800, als ein zwergwüchsiger Irrer Europa mit Krieg überzog und das Unterste zu Oberst kehrte. Und gegen diese Krankheit half leider auch kein noch so ausgefeiltes Rezept der Benediktiner von Weißenohe. Der bayerische Herzog wurde zum König und erhielt für seine Bündnistreue die lieblichen und reichen fränkischen Gebiete. So begab es sich, dass im Jahre 1803 eine Horde von ober- und niederbayerischen Bauernlümmeln das Kloster besetzte und alles, was nach Gold, Silber oder Edelsteinen aussah, hinwegschaffte. Die Gebäude gehörten nun nicht mehr der heiligen Mutterkirche, erklärte der bayerische Kommandant dem Abt und verlangte, ihm und seinen Haufen reichlich Bier auszuschenken. Pankraz, der Braumeister, zapfte ein Fass des hellen, trüben Bieres an, das schon zu manchen Wahnsinnigen in den letzten Jahrzehnten kuriert hatte. Doch der Bayer spie es sofort wieder aus und rief, ich sollte dich auf der Stelle hinrichten, Kerl. Hier sollte es sein. Du willst mich vergiften, wie es scheint. Nein, nein, Herr Offizier, beeilte Pankraz sich zu erklären, dies ist ein besonderes Klosterbier. Ihm wurden heilsame Kräuter und Gewürze zugesetzt. Kräuter und Gewürze, brüllte der Kommandant. Damit ist es jetzt vorbei. Ab sofort gilt hier nämlich das bayerische Reinheitsgebot. Und so hat das Bier von Weißenohe in den folgenden Jahrhunderten zwar noch vielen geschmeckt, und das aber niemanden mehr von Krankheiten kuriert. Curius regio, eius religio. Den Song, den wir normalerweise spielen, der zu dem Thema Wunder passt, können wir heute nicht spielen, deswegen gibt es einen Song von Stevie Wonder. Very superstitious.
Meine sehr verehrten Brüder, eröffnete St. Petrus die Sitzung. Wie ihr alle wisst, ist die Marktführerschaft der Heiligen Mutterkirche auf Erden in Gefahr. Daher wurden von oberster Stelle nicht weniger als 969 Arbeitsgruppen eingesetzt, von denen sich unsere mit einer Reformierung der Hauptsünden zu beschäftigen hat. Ich glaube, die oberste Leitung reagiert da etwas über, Herr Kollege, meldete sich Nikolaus von Myra, der sich neben seinem weihnachtlichen Saisongeschäft zu einem gewieften Organisationsentwickler geäußert hatte. Unsere Corporate Identity samt Design und Branding ist immer noch unerreicht. Unsere Human Resources mögen etwas knapp werden, aber sie sind hervorragend ausgebildet. Die Muslime haben es ja seit Bestehen noch nicht einmal zu einer klaren Organisationsstruktur gebracht. Ich sehe unsere Leadership Position nicht in Gefahr. Deine Wortwahl, mein Bruder, macht schon den Handlungsbedarf deutlich. Dir scheint nicht bewusst zu sein, dass du gerade die Hauptsünde des Zorns begehst, der werte Franziskus zu dem, was du hast. Magersüchtiger Quertreiber, kreischte Pius V., dessen Wurfbibel den Heiligen von Assisi nur um Haaresbreite verfehlte. Stattdessen traf sie den Hahn, welchen der heilige Fidus stets mit sich zu führen pflegte. Trägheit ist auch eine Hauptsünde, sekundierte Gregor der Erste. Der sei doch bloß neidisch, meldete sich St. Vitus, der hektisch bemüht war, seinen Hahn wieder einzufangen. Weil ihr es nicht in die erste Liga der Heiligen geschafft habt. Außerdem, wer hat denn mit dem Ablasshandel angefangen? Ohne den hätte es auch gar keinen Luther gegeben. Ach, so ist das, fühlte sich nun wieder Pius angesprochen. Dann wollen wir doch mal den Zusammenhang zwischen Askese und Geiz etwas näher betrachten. Das anschwellende Gezeter überforderte die Hörgeräte des Apostels Petrus. Seufzend schaltete er sie aus, notierte unter der Rubrik Neue Hauptsünden das Stichwort Zwietracht und nahm sich vor, das nächste Mal den Heiligen Geist als Moderator dazu zu bitten. Einen ganz tollen Song dazu, den ich in der Version noch viel, viel besser finde als im Original. Jetzt setzt er aber irgendwie die Erwartungen hoch, ne? Ja, ich auch. Schauen wir mal, ob es funktioniert. It's a sin.